Zum Glück habe ich die Langwaffe noch etwas Munition. Ellie! Wir müssen jetzt schauen, dass wir im Tunnel gleich so wenig Munition wie möglich verbrauchen. Dass wir genug Munition noch dann für das Krankenhaus haben. Was ist denn? Je mehr, desto besser. Hölle. Soll das ein Scherz sein? Komm, Beeilung! Gruffy. Schon gut. Ist okay. Komm her. Hey, du. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Oh, wo ist sie hin? Hier, komm. Hinterher. Langsam, Kleine. Komm schon. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Aber die Aussicht ist echt klasse. Und wie immer einfach einmal kurz genießen. Wie schön da hinten noch die Kathedrale ist. Ja. Das sind die schönen Dinge. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe, das kann nicht umsonst gewesen sein. Tja, wenn wir hier umgedreht. Hör zu, du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Sehr schön, das immer zu hören. Wenigstens sind sie hier halt jetzt ein absolutes Team. Aber was ich sagen wollte, wie immer, wenn wir an die Stelle hier sind, was wäre, wenn, ne? Ist noch einer. Wären die vorher hier jetzt wieder zurückgegangen, ohne zum Krankenhaus zu gehen, hätten sie Frieden gehabt? Vielleicht. Andererseits wären halt dann aber auch die Fireflies weiterhin da gewesen mit Marlene. Und die hätte natürlich nicht aufgehört, nach ihr zu suchen. Da wäre vielleicht die Handlung komplett anders ausgegangen. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah... Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es
Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Schon okay, Ellie. Weiß ehrlich gesagt nicht, warum wir noch Pillen finden. Wir sind ja komplett voll. Wahrscheinlich, weil wir den Durchgang halt so gestartet hatten, als wir noch nicht alles fertig hatten. Im nächsten Durchgang dann irgendwann mal wird es wahrscheinlich dann auch keine mehr geben. Mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Ja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. Natalie Ho. Die war bestimmt eine Ho. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein, die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Das werden wir auf jeden Fall sehen, ja? Da liegt Munition, Digga, die brauche ich. Gerade gedacht, da liegt doch irgendwas in der Ecke. Das sind so viele. Ich weiß, einfach weitermachen. Oh, my God.
Bleib hier. So, kurzer Cut für mich gewesen. Interessant. Das ist sowas von schlecht. Schlechter geht es gar nicht mehr. Das ist der Horror. Der reinste Horror. Das hätte so gut sein können. Und nicht so schlecht. Ich helfe dir da hoch. Geht grad nicht, es sind zu viele. Mein Gott, gibt's das auch noch? Pisst euch, Hurensöhne. Lächerlich. Ellie, von wo? So ein Quatsch. Die sind blind und auf einmal können sie mich sehen. Der andere Hurensohn ist doch da hinten. Pass auf, der sieht mich jetzt auch gleich wieder. Anscheinend gerade nicht. Okay.
Zum Glück hatten wir auch so viel Flammenwerfer-Munition. Aber ja, so gut wie nie benutzt. Immerhin eine gute Sache. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Da ist noch einer. Es ist eisig. Geh mit dem Fuß. Okay. Na komm, mach dich wieder auf. Merci beaucoup. Na bitte. Warum ist eigentlich so scheiße? Gibt nicht wirklich was, was man gebrauchen könnte. Ist gut, dass wir so viele Pfeile noch haben. Kopf runter. Sieh mal! Da ist es! So, ja, ich muss erst die Leiter triggern. Bringt ja sonst gar nichts. Sogar blöd. Idiot. Ist eigentlich aber auch so vorhersehbar, dass die kaputt geht, ne? Wäre ja auch so einfach da hochzugehen sonst. Ja, super! Okay, los, bring dich hoch! Okay, auf da! Okay. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Vorsicht!
verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Gute Idee. Das wäre erledigt. Ich fang dich. Siehst du? Das muss ich mal gebrauchen. Nicht viel runter von diesem Ding. Das ist aber auch so eine richtige Horrorvorstellung zu ertrinken, ne? Grausam. Absolut nicht geil. Sehr schlimmer Tod. Genauso wie erhängt zu werden oder so. Sehr qualvolle Tode. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal.
Ich tu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern schon uns. Gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Immer wieder herrlich, wie der Typ kassieren tut. Dafür, dass er so ein großes Maul hat. Er ist hier drin. So, nächste Folge gibt's dann das Finale. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, euer Worldgamer YouTube. Ciao.